Diesmal im Icario-Test der Kia e-Niro. Hohe Reichweite, viel Platz und einen echt vernünftigen Preis. Los geht's! Beeindruckend, oder? Ist wirklich etwas ganz Besonderes. Voll elektrisch, mit einer Reichweite von bis zu 455 Kilometern. Ja, Robert De Niro ist schwer begeistert vom neuen Kia e-Niro. Diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, die wissen es ja schon längst, dass wir ihn getestet haben. Ihr wart bei der Abholung mit dabei und habt auch Fragen gestellt, die wir jetzt im Video beantworten können. Ja, und der e-Niro begeistert wirklich. Nicht nur den Robert De Niro, sondern ganz viele, die ihn jetzt sofort am liebsten schon fahren möchten. Das geht leider nicht, denn die Lieferzeit des Fahrzeuges beträgt aktuell über ein Jahr. Einen Tipp dazu, wie ihr den e-Niro trotzdem sofort fahren könnt, den geben wir euch am Ende des Videos. Ja, von vorn gesehen macht der Kia e-Niro wirklich eine sportliche Figur. Die Scheinwerfer sind so wirklich lang gezogen nach hinten, total sportlich designt. Es ist ein Nasenlader übrigens auch. Hier vorne haben wir die Ladeklappe. Da versteckt sich dann der Typ 2 und der CCS-Anschluss. Also man muss immer direkt zur Ladesäule hinzufahren, von vorne. Hier unten haben wir eine Platte, hinter der sich alle möglichen Sensoren und Kameras verstecken. Wir haben die Erfahrung gemacht, im Winter im Schneetreiben war das relativ schnell mit Schnee und Eis bedeckt und diese Spurhalteassistenten und Tempomaten, die haben alle nicht mehr funktioniert. Und entsprechend im Winter ist das ein Problem, da wird man öfter mal auf diesen Service verzichten müssen. Ansonsten, die Felgen sind eigentlich so designt, dass sie möglichst wenig Luftverwirbelungen verursachen. Klar, natürlich energiesparend, sieht aber gar nicht schlecht aus. Ist relativ ähnlich auch zu dem Design, das wir schon von Hyundai kennen. Die Seitenlinie finde ich durchaus sportlich. Es ist irgendwie ein Auto, mit dem man zum Tennisplatz fahren würde. Hier hinten kurz noch eine Sporttasche reinwirft und dann geht's los. Ja, ganz klassisch auch die Türgriffe im Kühlschrankdesign. In Chrom natürlich, ein richtiger Bügel, der massiv in der Hand liegt. Nichts, was jetzt fancy in das Fahrzeug reinfährt, um möglichst wenig Luftwiderstand zu bieten. Nein, so ein richtig stabiler Bügel. Auch hier hat man eine Chromleiste an der Seite. Sieht man nicht so oft bei Elektroautos, ist aber eine neue Klasse. Auch ein Hinweis darauf, dass E-Mobilität jetzt nicht mehr auffallen muss durch irgendwie neumodernes oder verschrobenes Design. Es ist einfach ein schönes Fahrzeug, das nicht besonders auffällt im Straßenverkehr, aber formschön designt ist. Also der Kofferraum des Kia e-Niro wirkt auf den ersten Blick ja nicht so groß, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man die Hutablage mal weggibt und dann sieht, welche Höhe hier eigentlich möglich ist, dann sind diese 451 angegebenen Liter Kofferraumvolumen durchaus realistisch. Denn hier passt eine Menge rein. Der Hyundai Ioniq zum Beispiel hat einen tieferen Kofferraum, der geht länger hinein. Dafür ist er nicht so hoch. Man kann nicht so hohe Teile reinladen oder übereinander schlichten, das geht hier schon. Und im Kofferraumboden hat man dann auch noch eigentlich jede Menge Platzangebot, um die Ladeinfrastruktur unterzubringen, um die Ladekabel zu verstauen. Man kann den ganzen Styropor-Innenteil dann auch noch rausnehmen. Da hat man nochmal Stauraum, ein weiteres Fach. Links und rechts gibt es Platz, um auch noch Kleinigkeiten reinzuräumen. Also insgesamt gesehen hat man hier wirklich jede Menge Platz, um mit der Familie auf Urlaub zu fahren. Wir haben das auch schon im Hyundai Ioniq gemacht, ihr erinnert euch an das Video. Mit dem Kia e-Niro wird es dann noch leichter möglich sein, wirklich längere Trips zu unternehmen, mal wirklich was mitzunehmen. Von daher Platzangebot top. Also wie ihr seht, habe ich hier als 1,73 Meter Mann gerade mal so diagonal Platz, um mich hier reinzulegen. Also größere Menschen haben hier wahrscheinlich keine Chance, hier bequem unterzukommen. Also als Camper ist dieses Fahrzeug wirklich nur begrenzt geeignet, aber es wurde zumindest eine Trainingsmöglichkeit geschaffen. Hier kann man perfekt Klimmzüge machen und sein Trainingsprogramm erweitern. An sich, der Kofferraum ist groß, aber halt nicht so lang, als dass man jetzt hier das Fahrzeug zum Übernachten nutzen könnte. Ja, zum Platzangebot hinten ist zu sagen, dass ich hier eigentlich
super Platz habe. Aber wie ihr schon bemerkt habt, in den Kommentaren auch geschrieben habt, wäre es interessant zu sehen, wie ein größerer Mensch hier Platz findet. Deshalb nimmt jetzt Markus hier Platz. Ja, ich bin 1,83 groß und hier wird es schon ein bisschen enger. Wenn ich ganz aufrecht herinnen sitze, dann stehe ich mit dem Kopf eigentlich an der Decke an. Wenn ich mich hier etwas gemütlicher reinkuschle, dann geht's eigentlich. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt 6-7 Stunden so sitzen müsste, wäre es für mich ungemütlich. Ja, danke Schrack-Ladetechnik, dass wir uns bei euch hier im Firmengebäude etwas unterstellen durften. Bei dem Schneefall und den Temperaturen hat uns das Leben gerettet. Jetzt schauen wir uns aber den Innenraum an. Jetzt sitzen wir also herinnen im neuen Kia e-Niro und ich muss eines schon mal vorab sagen, die Sitze sind hervorragend. Das ist jetzt leider diese Lederausstattung, die ich ja nicht so mag. Ich mag Leder nicht, ja, aber es sind wirklich hervorragend verarbeitete Sitze und super comfy. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das Fahrzeug übernommen habe und mich reingesetzt habe, ist die Kopfstütze, die wirklich so super weich ist, super angenehm. Ja, das habe ich oft super gesagt, aber wirklich sehr komfortabel. Die Armaturen an sich sind hochwertig verarbeitet, Klavierlack überall. Klavierlack hat ja eine Besonderheit, er sieht fantastisch aus, solange man ihn nicht anfasst. Wenn man dann Fingertapper oben hat, verhält sich das wieder etwas anders. Aber man muss halt schnell mal drüber wischen, dann sieht alles wieder perfekt aus. Ansonsten ganz viele Knöpfe und ihr wisst ja, ich mag das, wenn hier ganz viele Knöpfe oft verarbeitet sind. Es ist so die letzte Generation an Fahrzeugen, bis eben diese ganz cleanen Bedienkonzepte auftauchen werden, die wir ja schon auch zum Teil gesehen haben mit dem Tesla Model 3, wo wirklich nur ein großer Bildschirm in der Mitte ist. Ihr kennt das Video ja, das wir gedreht haben. Das ist wirklich der Antipol. Hier haben wir jede Menge Knöpfe. Hier in der Mitte schon eine ganze Reihe, um die Multimedia-Anlage zu bedienen. Da müssen wir gleich dazu sagen, es sind JBL-Boxen und die sind wirklich hervorragend. Also so einen fetten Sound habe ich noch in keinem anderen E-Auto miterlebt. Hier die untere Reihe der Bedienelemente bezieht sich auf die Klimaanlage und alles, was damit im Zusammenhang ist. Auch ein EV-Button ist hier zu finden, der dann die Funktionen rund um das Elektrofahrzeug am Bildschirm anzeigt. In der ganz untersten Reihe haben wir dann einen Stromauslass, eine 12-Volt-Steckdose, eine USB-Steckdose, wo wir auch Apple CarPlay und Android Auto benutzen können und rechts noch ein USB-Anschluss, um diverse elektronische Endgeräte aufzuladen. Hier in der Mitte noch ein super komfortables Fach, wo wir ein Handy reinlegen können, das dann sofort kabellos zu laden beginnt, vorausgesetzt natürlich, dass das Handy diese Funktion unterstützt. Die Mittelkonsole, die ist wirklich sehr gut gelungen, hat mir auf den Bildern anfangs nicht so gefallen, aber ich muss sagen, sehr komfortabel hier dieses Drehrad, wo man die verschiedenen Fahrstufen regeln kann und diese ganze Mittelkonsole hört einfach hier auf und man kann reingreifen in dieses große Mittelfach. Beim Hyundai Kona ist das ja nicht ganz so optimal gelöst. Da muss man dann seitlich so reingreifen und hat nur ganz begrenzt Zugang auf diesen Raum, der darunter liegt. Aber in diesem Fahrzeug ist es super gelöst. Man kann wirklich oben größere Dinge reingeben, reingreifen. Man hat perfekten Zugang. Ja, wenn wir hier weitergehen, haben wir noch ein Riesenfach, wo wir zwei Becher reingeben können. Wenn man die Becher aber nicht drinnen hat, beziehungsweise man den Platz für etwas anderes nutzen möchte, dann hat man hier die Möglichkeit, wirklich große Dinge reinzugeben und nur im Bedarfsfall diese Becherhalter auszufahren. Ich finde das eine super nette Idee, ein kleines Detail, das die Praktikabilität dieses Fahrzeugs wirklich erhöht. Ein weiteres großes Fach findet sich dann noch unter der Armlehne. Auch hier findet sich auch nochmal ein USB-Stromauslass. Das Lenkrad von Kia ist wirklich schlank gehalten. Es sind schmale Speichen, wirklich sehr formschön gehalten. Auch hier am Lenkrad hat man wieder jede Menge Knöpfe. Hier links eine Bedienelement-Kombination und rechts ebenso. Da kann man dann die verschiedenen Funktionen des Fahrzeuges
Steuern, Nutzen und Einstellen. Die Anzeigen vor dem Fahrer sind dreigeteilt. Man hat hier links ein Element, rechts ein Element und in der Mitte ein hochauflösendes LCD-Feld. Also die linken und rechten Elemente, die sind wirklich sehr einfach gehalten. Hier findet man grobe Anzeigen der Geschwindigkeit, der noch zu erwartenden Reichweite. Aber in der Mitte habe ich dann wirklich dieses feine Display, wo ganz viele Funktionen angezeigt werden können. Und das ist wirklich auch sehr scharf und bietet ausreichend Helligkeit für alle Fahrsituationen. Hier hat man natürlich die verschiedensten Dinge einzustellen. Zum Beispiel die Spursicherheit, die ganzen Fahrassistenten, die das Fahrzeug natürlich hat. Frontkollisionswarner ist mit an Bord. Hier gibt es den Spurfolgeassistenten, der natürlich super komfortabel ist, weil er auf Landstraßen und Autobahnen einfach der Spur folgt. 15 Sekunden lang ohne Zutun des Fahrers, dann piepst er einmal, nochmal 15 Sekunden und dann ist Schluss. Dann muss man natürlich wieder zum Lenkrad greifen. Man sollte die Hände natürlich generell nicht vom Lenkrad nehmen, aber mit diesem Komfort extra ist es doch möglich, eine gewisse Zeit ohne fremdes Zutun einfach vollautomatisch zu fahren. In der Komforteinstellung gibt es noch einen Komforteinstieg, das heißt, der Sitz fährt zurück, sobald ich die Tür aufmache, damit ich leichter aussteigen kann, und nach dem Einsteigen fährt er mich wieder in meine voreingestellte Position. Den Standmodus gibt es ebenso. Wenn ich hier Ja klicke, dann wird die Parkbremse angezogen und die Temperatur wird geregelt, während alle anderen Außenlichter wirklich abstellbar sind und dann auch ausbleiben. Also ein Camping-Mode, so wie er im Buche steht. Wie wir gesehen haben, ist der Platz hinten nicht gar so arg groß bemessen, sodass ein wirkliches Übernachten im Fahrzeug sinnvoll wäre. Aber die Funktion dazu, die gibt es hier im Kia e-Niro. Dass Kia auch an Camping gedacht hat, zeigt sich auch an der Schuko-Steckdose im Fond. 220 Volt bis zu 200 Watt können hier ausgegeben werden für eine Kühlbox zum Beispiel. Die braucht ca. 50 Watt Leistung. Thema Licht, die Innenraumbeleuchtung, die ist wirklich auch sehr, sehr hell und ein sehr weißes Licht. Hier hat man wirklich in der Nacht eine wirklich tolle Ausleuchtung des Innenraumes. Und wenn man von Licht noch weiter sprechen, Schiebedach. Es gibt hier ein Schiebedach. Man kann es kippen, aber auch aufschieben. Uah. Oh mein Gott. So, wenn das Dach nass ist, dann sollte man das Schiebedach möglichst nicht aufschieben. Liebe Leute, merkt euch das. Ja? Aber ich liebe Schiebedächer. Ich hatte mal einen Mazda 323F. Bei dem hatte ich so ein Schiebedach eingebaut und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir danach in den Fiat Tempra sogar eins einbauen ließ. Also Schiebedächer sind wirklich cool und ich würde mich wirklich freuen, eines im Auto zu haben. Ja, vielleicht wird es ja mal ein e-Niro mit Schiebedach, keine Ahnung. Aber toll, dass man auch wieder Schiebedächer hat in E-Fahrzeugen, finde ich super. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns ja stark interessiert. Wie fährt sich denn der Kia e-Niro? Und da müssen wir schon sagen, einfach fantastisch, weil die Durchzugskraft mit diesen 204 PS, die der e-Niro hat, ist einfach sagenhaft. Es gibt ja verschiedene Fahrstufen, Eco, Sport, Normal und dann noch Eco Plus, den wir aber nicht genutzt haben. Also der Unterschied zwischen Eco und Sport ist nicht wirklich groß. Also mit Eco fährt das Auto schon wirklich fantastisch. Wenn man draufsteigt, ist die Leistung voll da. Also da gibt es kein Zaudern. Einfach purer Antrieb nach vorne. Und das Gewicht des e-Niro mit diesen 64 Kilowattstunden Batterieblock ist eigentlich nicht zu spüren. Geht einfach immer nach vorn. Macht Spaß.
Die Rekuperation in diesem Kia e-Niro ist wirklich auch sehr stark. Also das Auto verzögert mit dem Motor und nicht mit den Bremsen. Das heißt, die Bremsen werden geschont. Ist davon auszugehen, dass du ganz selten neue Bremsen brauchst mit diesem Auto, wenn überhaupt. Denn der Motor übernimmt einfach das Gros der Bremsleistung. Und wenn du das Fahrzeug komplett bis zum Stillstand abbremsen möchtest, dann ziehst du einfach die linke Lenkradwippe und das Fahrzeug bremst bis zum Stillstand ab. Das funktioniert bei höheren Geschwindigkeiten genauso wie 10 Meter vor der Kreuzung. Wenn du die linke Wippe ziehst, nutzt er das Maximum an Rekuperation aus und verzögert das Fahrzeug bis zum Stillstand. Feine Sache, funktioniert im Alltag völlig problemlos und auch nach kurzer Eingewöhnungszeit schon hast du das Gefühl heraus, wie es ist, mit dieser Lenkradwippe auch dosiert zu verzögern und das Fahrzeug abzubremsen. Ja, das Navigationssystem des e-Niro, das kennen wir ja schon aus dem Hyundai Ioniq und aus dem Hyundai Kona auch schon und ist uns ein alter Bekannter, aber gefällt uns wirklich auch im e-Niro sehr gut. Erfüllt seinen Zweck, hat auch von den grafischen Elementen ordentlich was zu bieten. Zum Beispiel in einer größeren Stadt siehst du dann die Häuser in einem 3D-Modell und bewegst dich zwischen die Häuserschluchten durch. Also ist schon ganz eindrucksvoll gemacht und bislang haben wir immer noch unser Ziel erreicht mit dem Ding. Ja, viele sagen ja, SUV und E-Auto, geht das überhaupt zusammen? Ist ja nicht so verbrauchsgünstig. Andererseits, die Leute wollen solche Autos und gerade die hohe Sitzposition und der Komfort, der hat uns beim Kia e-Niro einfach super gefallen. Ja, wir laden das Auto jetzt gerade an der Smart Rix voll. Ladeleistung liegt bei 77 Kilowatt maximal. Natürlich nicht bei einer 50 Kilowatt Ladestation, sondern bei einer 100 Kilowatt Ladestation mindestens. Also es geht ordentlich was weiter bei der Ladeleistung, ist auch notwendig bei einem so großen Akku, denn 64 Kilowattstunden, die müssen erst einmal befüllt werden. Was kostet der Kia e-Niro also? Ja, ich lese euch vor, 37.500 Euro. Mehr als konkurrenzfähig der Preis hier in Österreich. Allerdings bekommt man dann nur einen 39 Kilowattstunden großen Akku. Wenn man den großen Akku möchte mit 64 Kilowattstunden, muss man 42.000 Euro zahlen. Man kann dann noch die verschiedensten Extras mit draufpacken. Dann liegt man bei dem Preis von 47.500, wie bei unserem Testfahrzeug. Runter kommen dann auf jeden Fall noch die 3.000 Euro Förderung. Wenn ihr in Deutschland wohnt und ein Fahrzeug dort kaufen wollt, müsst ihr für den e-Niro 3.000 Euro circa weniger zahlen. Ist so. Danke an das Autohaus Günther, die uns das Auto relativ kurzfristig zur Verfügung gestellt haben. Es ist schön, dass sich in so lang eingesetzten Autohäusern jetzt auch was tut und das Thema E-Mobilität hier auch angekommen ist und etwas bewegt wird. Am Anfang haben wir euch versprochen, euch einen Tipp zu geben, wie man kein ganzes Jahr warten muss, um den e-Niro zu fahren, sondern ihn gleich haben kann und den gibt es jetzt. Bei InstaDrive gibt es alle aktuellen E-Autos sofort ab Lager. Einfach den Konfigurator starten im Internet, das Fahrzeug konfigurieren, bestellen und ihr bekommt es innerhalb kürzester Zeit geliefert. Den Link dazu gibt es natürlich unten in der Beschreibung und ja, ist echt eine gute Sache. Ich fahre selbst seit April ein Auto von InstaDrive und weiß das Angebot zu schätzen. Jetzt sagen viele SUV, geht das überhaupt mit dem Thema Elektroauto zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? Eigentlich nicht, denn wir haben festgestellt, dass die Verbrauchswerte zum Beispiel bei 130 km/h um die 26 Kilowattstunden liegen. Da sind wir bei der Renault Zoe ziemlich genau gleich dabei. Also es ist ein großes Auto, ja, es hat eine Menge Gewicht und auch Luftwiderstand. Andererseits sind jetzt nicht so exorbitante Verbrauchswerte festzustellen, sondern es hält sich in einem sehr vernünftigen Rahmen. Und wir haben die vielen Vorteile eines SUVs, die hohe Sitzposition, und dem Komfort, den man hat, wenn man wirklich ein paar Zentimeter höher über der Fahrbahn dahin gleitet. Ja Leute, das war's schon wieder mit unserem Test vom Kia e-Niro. Die Reichweite werden wir in einem gesonderten Video einmal behandeln. Da machen wir einen Reichweitentest. Wie weit komme ich tatsächlich mit dem Fahrzeug? Was sind die realen Verbrauchswerte? Und darum würde ich euch bitten, einfach den Kanal zu abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Denn dann werdet ihr wieder informiert, wenn dieser Test online geht, wenn andere Beiträge von uns wieder erscheinen. Bleibt dran! Auch auf Instagram, würde uns wirklich freuen. Die Links gebe ich euch natürlich unten rein. Und bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style.